Hallo Horizon-Freunde, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson und willkommen zurück zu unserem gemeinsamen Horizon-Let's Play. Das letzte Mal ging es ja richtig rund. Ich mache es mal weiter hier. Ja, da haben wir uns die Zähne leichter ausgebissen am Darius Flint. Aber wir geben natürlich nicht auf, wir greifen heute wieder an. Auch heute ist irgendwie so eine Folge der Hartnäckigkeit, würde ich mal sagen. Hartnäckigkeit gewinnt, manchmal zumindest. Weiter, Einzelspieler. Und zwar, was haben wir heute vor? Wir bauen erstmal zwei Autos auf. Das eine zum Cruisen, das andere zum Darius Plätten. Genau. Wirklich in Grund und Boden müssen die Typen fahren. Wir dürfen nicht mehr zurückhalten, dass wir hier die Könige der Landstraße sind. Auch wenn es eigentlich die LKW-Fahrer sind. Ist egal, die überholen wir auch. Die fahren wir alle in Grund und Boden. Gut, wir stehen hier immer noch mit unserem kleinen Muscle-Car rum. Der dreht hier immer noch da unten. Wankel, wankel, wankel. Ich höre dich. So, jetzt geht's aber erstmal zurück nach Hause. Jetzt geht's zurück nach Hause und zwar, wir gehen einmal zum Autosalon. Wir kaufen nämlich mal ein bisschen was. Da sind wir schon mal bei Thema 1, der Hartnäckigkeit. Heute ist ein Auto dran. Ich weiß nicht, wie viele Folgen das Auto sich schon gewünscht wurde. Es sind aber viele Folgen. Ich würde mal so sagen 4, 5, 6 oder seit das DLC rausgekommen ist, wo das Auto drin war. Der Mercedes-Benz C63 AMG Black Edition. Da haben wir sie. Oha. Ja, geh wieder mit Geld aus. Kaum haben wir Geld eingenommen, hauen wir alles wieder auf den Kopf. Und das zweite Auto, was wir aufbauen, das wird unser kleines Biest werden. Steht eigentlich schon in der Garage. Oh. Ein Traum. Oh, mattgrau. Jawohl. Drei Gutscheine. Brauchen wir nicht. Wir haben genug Geld. Sensation. Jo, es geht wieder los. Es geht wieder los. Wir greifen an. Freie Fahrt zurückkehren, ja. Bei dem Auto müssen wir gar nicht mal so viel machen. Es geht, weiß ich nicht, die letzten Fahrzeuge waren eigentlich so vom Stil her schon nahezu perfekt. Was willst du an einem perfekten Auto noch ändern? Oha. Zum Beispiel die Felgen sehen genial aus. Gehen wir mal eine Runde rum hier. Die Felgen würde ich echt so lassen, aber gucken wir mal. Ihr kennt mich. Am Ende kriege ich wieder hier meine 5-Minuten-Rappel und dann... Der ist auf jeden Fall viel zu leise. Schöner V8 hockt hier drunter. 6,3 Liter Saugmotor. Hey, was kann ich für Sie tun? Das gleiche wie immer. Langsam solltest du es eigentlich wissen. Wir bauen den Wagen mal ein bisschen um. 6,3 Liter V8. Das sind Zahlen, die man sonst nur bei einem Muscle Car irgendwie liest, aber... Oh, es gibt einen ganzen Heckflügel. Ah, man kann den wegnehmen. Den lassen wir mal drauf. Ich denke mal, den werden wir auf jeden Fall brauchen. Guck das mal an. Handling verlieren wir ein bisschen was, aber Geschwindigkeit legen wir ordentlich zu. Aber ich glaube, Geschwindigkeit sollte weniger das Problem sein. Felgen. Wir machen auf jeden Fall Reifen ein bisschen glatter. S700 ist eigentlich ein ganz gutes Ziel, würde ich mal sagen. Vorn 275, hinten Maximum. Ja, bei den Felgen... Wir können ja mal bei dem Mercedes internen Tuner mal schauen. Nein. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Mir gefällt das Originale besser. Wir lassen die mal original. Wir lassen die original. Zumindest mir gefällt das besser. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Ein bisschen tiefer schadet nicht, auch wenn er nicht zu tief sein sollte. So, Front würde ich mal sagen, hart. Und das habe ich auch in den Kommentaren gelesen. Tom, hau mal hinten mal so einen weichen Stabi rein. Also nicht ganz so einen starken. Machen wir mal den rein, den Sportstabi. Mal gucken, dass er hinten nicht ganz fest ist, aber auch nicht ganz weich. Ich glaube, S700 dürfen wir hinkriegen. Wo sind wir denn aktuell? 1,4 Tonnen, 620 Newtonmeter, 380 Kilowatt. Oh, die Gewichtsverteilung ist fast optimal mit 52% auf der Vorderachse. Auf jeden Fall. Offener Luftfilter. Aber ihr seht schon... Okay, machen wir R3 draus. Eine Tröte kommt noch drunter. Ja, und ich habe in den letzten Kommentaren habe ich einiges gelesen. Das hat mich so ein bisschen traurig gestimmt. Also nicht, dass ihr da hier so fleißig Kommentare geschrieben habt. Das finde ich super. Nee, da hat einer geschrieben, ich bin ein bisschen schlampig geworden. Und weiß nicht, und Horizon ist nicht mehr so sein Ding, weil das langweilig geworden ist. Und dann möchte ich halt eurer Meinung mal ganz gern wissen. Bin ich wirklich schlechter geworden? Also ihr könnt ruhig ehrlich sein, ich kann das wegstecken, das ist gar kein Problem. Seid lieber ehrlich zu mir, anstatt hier mir eins in die Tasche zu packen hier.
6,5 Liter schadet nicht. Da haben wir jetzt schon wieder alles drin, oder? Was gibt's an Austauschmotoren? Nicht, dass ich sowas vorhätte, keine Sorge. Nee. V12 passt da nicht runter. Kompressor. Nee. Der bleibt auf Sauger. Gut, das zweite Auto, das wird dann unsere Vernichtungsmaschine. Also, wie gesagt, wenn ihr Kritiken habt, immer raus damit, bevor es euch so dermaßen ankotzt, dass ihr auf D-Abo klickt. Sagt mir lieber, was ich oder was euch nervt. Das schadet nicht, weil ihr wisst ja, ich lese nicht nur Kommentare durch, sondern es ist alles ein fröhliches Miteinander. Und mir bringt es ja nichts, wenn ich einen irgendwie nerve oder sonst was oder immer irgendwas mache, was demjenigen nicht gefällt. So, wir nehmen uns den nochmal vor. Mit diesem Auto werde ich probieren, den Darius zu schlagen. Wenn das nicht reichen sollte, müssen wir wirklich zu anderen Waffen, wie einen Lamborghini oder sowas, greifen. Aber wir rüsten hier mal wirklich auf. Wir machen aus dem Ding mal wirklich hier was ganz Schnelles. Weil das Ding hat Allrad. Das ist schon mal Faktor 1, der gut ist. Wir werden auch hier... Wir brauchen alles. Wir brauchen alles, was wir kriegen können. Bisschen breiter, hinten Maximum, obwohl es ein Allradler ist. Die Felgen lassen wir so, die schaden auf gar... Nein, ich bin noch nicht fertig. Mensch, Duck. Der bewirft mich schon wieder mit irgendwelchen ölverschmierten Lumpen, der Schuft. So, haben wir denn hier alles drin, was wir brauchen? Nochmal Kontrolletti machen. Ja. Ja. Oh ja. Oh ja. Gut. Und mehr haben wir nicht, oder? Ich guck trotzdem nochmal in Ruhe durch. Front. Stabi hinten. Stabi. Fahrwerkstrebe haben wir keine. Leichtbau ist sowieso drin. Das Auto stammt wie es aus noch aus einer Episode. Ist ja fast optimal, oder? Diff, haben wir keins drin? Wie jetzt? Also wegen Gewicht verschlechtern wir uns. Wie schaut's denn aus? 720 Newtonmeter, 1172, 790 Kilowatt, Entschuldigung, 1172 Newtonmeter auf 1,4 Tonnen. Das Ding muss einfach gehen. Das Ding ist von den Daten her sowas von eine Perversität. Das Ding muss nach vorn gehen. Aber Perversität... Wo haben wir denn unser Gefährt, um heute ein bisschen durch die Gegend zu fahren? Ich finde dich. Ich finde dich. Ich werde dich finden. Wo du auch immer dich versteckst. Das bist du eigentlich schönes. Ah, du bist ein Download-Auto. Von dem lieben Abonnenten von mir. Wo ist er denn? Bin ich jetzt bescheuert? Oh, M6 Coupé haben wir auch noch rumstehen. Hier ist er. Black Edition. Einsteigen. Ab dafür. Ja, da sind wir nochmal, wir wollen auf jeden Fall, wollen wir trotzdem bei Lackierung mal gucken, wir gehen mal gucken, was es da so gibt, schauen wir mal, ob die Community da irgendwas Schönes zusammengebaut hat. So, wer sich jetzt wundert, warum rede ich zur Hölle nicht weiter, ich gucke gerade so ein bisschen auf Wikipedia. Und zu dem Auto ein bisschen was. Uiuiui, ja, haben wir da bitte was? So, machen wir erstmal rundum Glotz hier. Jawoll. jawoll. oh mein Gott. Ihr müsst euch mal vorstellen, das Auto rollt so, wie es jetzt hier steht, vom Band. Okay, also zumindest die Spoiler her. Eieieiei. Und der Wagen zählt nicht umsonst zu den stärksten Autos, die Mercedes jemals gebaut hat. Und das will ich schon was heißen, gerade bei Mercedes. 300 km/h Spitze sind gar kein Problem für den Wagen, kostet schlappe 115.000 Euro. Dafür kannst du übrigens viermal einen 180er C-Klasse kaufen. Also entweder viermal eine C-Klasse... Oder ein gescheites Auto, ne? Gut, was haben wir denn hier Schönes? Neueste, meiste runtergeladen. Gibt's vielleicht irgendwas Brabus, Art Rising? Aber mir gefällt der eigentlich so, mattes Carbon. Matte sein Carbon? Gefällt mir alles nicht. Carbon Wing? Schauen wir uns die Variante mal an. Es ist mir alles zu viel. Gumball 3000, obwohl es eigentlich was hatte. Oder was hätte.
Zumindest das Gumball hat was, aber weiß nicht, was der Puma jetzt drauf soll. Das ist mein Rätsel. Wir schauen mal weiter. Was gibt's noch am besten bewertet? Nürburgring Edition. Unter der Haube arbeitet übrigens ein 6,2. Oh, jawoll, Leute. Save the Ring, sag ich dazu nur. Grüße nach Köln, wer auch immer daherkommt. Also wenn du 85er Baujahr bist und in einer Garage ein C63 AMG stehen hast, ziehe ich mein Hütchen vor. Mein besten Willen, da hast du es geschafft im Leben. Kauf mal. Bisschen Werbung für Nürburgring machen schadet nicht. Die arme Rennstrecke hier. Mehrfach kurz vor der Pleite. Und wenn wir jetzt die Felgen noch orange machen, könnten wir das richtig genial. Wie gesagt, unter der Haube 6,2 Liter Hubraum, 517 PS, 8 Zylinder und Hochdrehzahl. Das heißt, bei 7500 Umdrehungen liegt erst der richtige Dampf an. Gut, gehen wir mal raus. Gefällt mir richtig. Und das Ding ist halt wirklich, das ist ein Rennwagen für die Strecke, für die Straße, nicht für die Strecke. Auch für die Rennstrecke kannst du es auch draufsetzen. Uns fehlen immer noch 16 Straßen. Dafür haben wir alle Rennen gewonnen. Das ist doch schon mal gut. So. Okay. Bevor wir aber starten, das habe ich nämlich meinen Leuten, ich habe eine Clubanfrage bekommen. Ich möchte diesen Club nicht beitreten. Ich bleibe bei Peak Tuning. In Forza 5 mache ich was Eigenes auf. Oh. Ja, der Racing Star, der war es leid. Der hat sich gedacht, Mensch, der arme Tom, der heult seinem Corrado hinterher. Den laden wir jetzt mal runter. Gut. Her damit. Ja, meiner war so leicht lila. Das waren noch Zeiten. Nee, stimmt, der war rot. Was laber ich denn? Rot war er. Was hatte ich denn in lila? In lila hat man einen Golf aufgebaut. Jetzt hab ich's, siehst du? Es geht schon wieder los. Ich glaube, es geht schon wieder los. Komm, lad runter hier. Ich werde nicht wieder 20 Minuten hier sinnlos davor hocken und meine Leutchen klicken schon alle auf deabonnieren, weil sie sagen, der Tom hat so einen Schlendrian reinbekommen. Blitzer, Blitzer, Blitzer. Uninteressant. Clubanfrage. Vielen Dank für die Anfragen, auf jeden Fall, aber ich bleibe bei Peak. Wir gehen mal auf der Teildepot. Das war's schon. Ich hatte mehr Autos drin. So ein Mist. Jetzt habe ich zu lange gewartet, oder? Der Keyboxer war richtig flott. Also wer sich wundert, warum nimmt der Tom die Autos nicht an? Forza, schickt das Zeug zurück. Ich hab's einfach nur verpennt, die runterzuladen. Aber trotzdem, vielen Dank für den Corrado. Der ist bei mir gut aufgehoben. Ich passe sehr gut drauf auf. Versprochen. Gut, und jetzt ballern wir, würde ich mal sagen, einfach mal zum Darius. Darius Flintus, Exitus, Horizonus. Wie sieht das Cockpit aus? Ja. Ja, geht kaum nach vorn, wie ihr seht hier, 50, 52. Also da hätte ich mir echt mehr erhofft. Alter Schwede, ist das Ding laut. Mann, oh Mann. Wir leuchten sogar ein bisschen, das finde ich schön. Was hat denn der hier an Herausforderungen? Zerstören Sie einen Blitzer? Zerstören Sie 4 Blitzer innerhalb 2 Minuten 30? Ja, das ist ja mal gar nicht meins. Eine Geschwindigkeitsfähigkeit auszuführen, das ist... Da kann man sich, glaube ich, direkt hinbeamen oder so. Führen Sie eine großartige Geschwindigkeit aus. Jetzt kriegen wir da hin. 160 ist ein Witz für das Auto hier. Auf geht's. Oder so. Also ihr seht, das Auto kann sogar fliegen, nur mit der Landung habe ich so ein bisschen. Was war denn noch drin? Rennbegegnung. Gewinnen Sie eine Rennbegegnung. Okay, Fähigkeitspunkte. 5000 Punkte in einer Minute 30. Schauen Sie, der Timer läuft, sobald Sie im Gebiet sind. Also das müssen wir Red Rock machen, können wir nicht überall machen. Auto, fahren Sie Außenpost, neue Freeway in höchstens 340. Wo willst du hin? Du brauchst gar nicht abhauen, mein Freund. Du brauchst gar nicht abhauen. Ja, der Infinity wird sich auch sehr oft gewünscht. Jetzt machen wir erstmal den Typen platt hier. Ja, ist logisch. Die Karre ist sowas von prügeltief. Das wundert mich überhaupt nicht. Ich kann mich gar nicht erinnern, hier jemals lang gefahren zu sein. Ich bin Zweiter. Wie geht sowas? Oder will Gas geben hier?
Das geht ja mal so überhaupt nicht. Ist der noch da oder ist er schon weg? Rückspiegel, mein Freund. Rückspiegel. Eine Medaille hätten wir schon mal. Ach, wir haben noch einen Gang. Auch nicht schlecht. Wir haben ja noch einen Gang. Ah, ich sehe das Ziel schon. Gott sei Dank. Das Auto ist wirklich bitterböse zu fahren. Also sehr human. Der Sound, Leute. Wir hatten doch in den letzten Ausgaben eigentlich nur noch V8-Modelle, kann das sein? Okay, da sind wir mal drüber. Mann. Das Auto, es gibt nicht viele Autos, die mich wirklich zum Schweigen bringen. Aber der Mercedes ist wirklich eins davon. Oh, der Klang, Leute. Ganz dezent. Aber kontrollierbar, also von den Hecktriebler. Ich muss mich ja auch schon ein bisschen dran gewöhnen. So, zwei Medaillen Hammer für den Wagen. Schöner E30 übrigens. Schöner Aufbau. Nürburgring-Edition. Nennen wir es einmal Nürburgring-Edition. Kann da durchaus sein, mit dem ganzen Flügelwerk da drauf. 517 PS in einer ganz normalen Mittelklasse-Limousine, das müsst ihr euch mal vorstellen. Wahnsinn, bang, 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 der hört ja gar nicht mehr auf hier. Wer es jetzt fragt, Tom, fährst du mit Lenkrad? Nee, alles Gamepad. Aber kontrollierbar ist der, kontrollierbar. Ja, Leute, ich bereite mich schon selig und moralisch auf Darius vor. Das war ja echt das letzte Mal. Also das ist wirklich ein Rennen, da würde ich mal sagen, da beißen wir uns... Alles okay. Da beißen wir uns noch ein bisschen die Zähne aus. Ich hoffe es mal nicht. Draufgänger, jawohl. Hey, haben wir doch unseren ominösen LKW-Fahrer. Helden der Landstraße hier. Das hört sich an wie Motorschaden. Irgendwie... Boah, ist das dreckig. Ist das dreckig. Kommst du von der Bremse heute nochmal runter hier? Hä? Gott, da sitzt keiner drin. Hört ihr dieses Windspiel? Ruhe. Ich will Windspiel hören. Boah, ist das böse. Das hört sich echt an wie ein Panzer, das Ding. Das habe ich auch gelesen, das hat auch einer geschrieben, dass sich in Horizon die Autos alle anders, alle gleich anhören. Weiß nicht, also ich kenne kein Auto, was ich jetzt wieder Mercedes anhören würde. Königseck dürfte es gewesen sein, wenn ich richtig geguckt habe. Guck jetzt mal an hier. Jeder Drehzahlbereich hört sich komplett anders an und wenn wir jetzt den, Entschuldigung, wenn wir den V8 vom letzten Mal nehmen, also den Pickup, oh Leute, bin ich wieder aufgeregt. Guckt ihn euch an. Das ist er da, oder? Darius Flinte. Aber ein was müssen wir noch machen hier. Für die Fans. Für die Fans, für euch. Gut, die Hinterreifen, die hinteren. Das verstehe ich sowieso nicht. Obwohl, doch, ja, klar, du bremst da hinten ein bisschen mit, logisch. Das passt alles, hat alles seine Richtigkeit. Da ist er wieder. Der erste Feind und noch einer davon. Richtig, los, Supra, hol ihn dir. Oh mein Gott. Gut.
Wir hatten ja am Anfang, hatten wir gesagt, oder hatte ich gesagt, mein Augenmerk liegt auf Import Racer. Und warum sollen wir nicht Darius mit einem GTR Black Edition probieren, platt zu machen? Viele Autos standen drin, es stand auch der Pagani, die Rennversion, der Sonda R stand drin, der weder für die Straßen zugelassen ist, aber leider auch für die Rennstrecke nicht geeignet ist. Warum? Weil die Karre einfach zu laut ist. Ja, zu laut für eine Rennstrecke, sowas gibt's auch. Was hat man noch alles drin? Bugatti wurde sich gewünscht. Hennessy, da lasse ich automatisch schon den Finger weg, weil das Ding ist ja schon im Forza 4 unfahrbar. Schnell ist er, solange es gerade ausgeht. Ohne Wenn und Aber, schnell ist er auf jeden Fall. Wir haben auch ein paar Pünktchen zugelegt, wie es mal an. Wir haben richtig zugelegt beim Starten, bei der Beschleunigung. So, schauen wir mal, ob Mainz uns Glück bringt. Leute, Däumchen drücken, es geht los. Es geht los. Und ich muss wirklich dran denken, am Ende der Autobahn vom Gas zu gehen. Da geht es nämlich rechts rein. Wir haben ein bisschen was haben wir ja schon erkundet. Und ich weiß ja jetzt schon, danke fürs Spoilern übrigens. Macht das bitte nicht weiter. Also verratet nicht, wie es weitergeht. Weil ich merke mir so einen Scheiß. Okay. Sieht ja geil aus, oder? Wir haben beide fast die gleichen Rückleuchten übrigens, so am Rande erwähnt. Schwierigkeit ist immer noch auf Mittel. Ihr seht ja nochmal, wie ich fahre. Handschaltung, Notbremshilfe für die Fahrpunkte. Alles andere ist aus. Traktion, aus, Simulation, Bremsen mit ABS. Und jetzt. Okay, Darius, fahren wir's aus. Der Typ muss auch Fackeln an Bord haben ohne Ende, oder? Und tschüss. Was haben wir hier eigentlich? 249 km/h für 5 Sekunden. Das sollten wir auf jeden Fall hinkriegen. Erzielen Sie eine Kette von mehr als 2000 Punkte in Red Rock. Warum eigentlich immer in Red Rock? Das verstehe ich nicht. Kombinierte Geschwindigkeit. Lösen Sie 3 verschiedene Blitzer. Was? Ja, ach so, insgesamt 483. Okay, gut. Gib ihm. Ja, ja. 249 sollten wir relativ schnell schaffen. Aber jetzt muss ich auf die Straße gucken. Der GTR ist mir insgesamt immer noch zu leise. 370 Begrenzer. Der wird dann locker über 400 rennen. Aber wir dürfen trotzdem schneller als der Ferrari sein. Falls nicht, stimmt irgendwas nicht. Weil mit dem Pagani waren wir ja gerade mal 350 schnell und wir haben ihn bekommen. Das war Mist, ich gebe es zu. Okay, ganz ruhig, Tom. Wo ist denn der Typ? Ist der hängen geblieben, Leute? Ich guck nicht hin, ich guck nicht hin. Ich fahr einfach mein Ding weiter. Ich fahr einfach weiter. 3 Sekunden Rückstand. Mal gucken, wie schnell er wieder rankommt. Das wird nicht allzu lang dauern, dann wird er wieder da sein. Ist natürlich echt nervig, hier die ganze Zeit im Begrenzer zu hängen. Haben wir schön bekommen. Guck dir mal an, was Wahnsinn, was die Karre an Geschwindigkeit rauslassen würde. Aber egal, das Ding besteht ja nicht nur aus Autobahn. Der harte Teil kommt ja erst noch. Untersteuert ein bisschen. Ist eigentlich schon meckern auf höchstem Niveau, oder? Bei 370 zu sagen, so, der untersteuert ein bisschen. Das war so klar. Das ist doch jetzt ein Witz, oder, Darius? Der ist da wirklich Vollgas reingefahren, würde ich ja behaupten wollen. Okay, ich hätte nicht so tief legen sollen. Und wieder. Okay, das wird ein Rennen. Ich muss mich konzentrieren, Leute. Ich halte mal kurz meine Klappe. Gott sei Dank, der Baum war durchlässig. Ich traue mir echt nicht Gas zu geben mit der Kiste. Der ist viel zu tief. Ey, was ist denn das? Sag mal, Kunde! Viel zu hart. Bitte mehr Asphalt, bitte mehr Asphalt. Es geht schon wieder so los wie das letzte Mal. Du willst mich doch trollen, wie schnell du um die Kurven fährst. Das haut doch nie im Leben hin hier. Aber egal, das Rennen hat noch ein paar Meter. Ne, der ist nur am Untersteuern. Die Streben waren, wie es aussieht, mehr negativ als positiv.
Ja, da. Aber gucken wir mal. Aber wenn ich schon sehe, wie weit. Den habe ich wieder mal nicht gesehen. Gut. Bei einem Kommentar muss ich ihm recht geben. Derjenige, der mich deabonniert hat. Und zwar, dass ich scheiße zusammenfahre. Aber halt, wie gesagt, R1 fährt sich komplett anders als, was ich, S oder A oder B. Das ist doch gewollt, oder? Ich glaube, der Priegel war es. Er hat auch geschrieben, ich habe hier so ein Auto-Suchgerät im Auto. Ich ziehe die Gegner magisch an. Oder magnetisch, oder wie auch immer. Ich peile gerade nur noch auf die Straße, ob ich irgendwo noch ein paar Scheinwerfer entgegenkommen sehe. So, Darius ist ewig weit weg. Das können wir vergessen, Leute. Ich habe 10 Sekunden Rückstand. Das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz hoch 10. Das ist doch ein Witz. Echt mal. Gut. Ab nach Italien. Lamborghini ist jetzt das Zauberwort. Wir beamen uns gleich zurück, fahren dann mit dem Mercedes wieder hoch. Das kann doch nicht sein, dass wir diesen Typen nicht kriegen, oder? Wir kommen gleich wieder. Warte mal da oben, bitte. Sag den Fackeljungen bitte auch, dass wir gleich wiederkommen. Ach, sowas. Sowas regt mich aber auch auf, wenn du merkst, du kommst. Den hätte man doch schon auf der Geraden, hätte man den locker einiges abnehmen müssen. Ne, wir haben das Auto, glaube ich, sogar schon. Bitte, ja, bitte Akro-Drift machen. So. Sagen Sie mir, was Sie brauchen. Nee, nicht du. Mach mir nur. Also, was regt mich echt auf? Das ist wie in Call of Duty Black Ops hier. Wenn du das Gefühl hast, dass nicht du selbst entscheidest. Gut, ich habe gerade echt scheiße zusammengefahren. Ich gebe es dazu. Haben wir eine Lamborghini? Ich muss mal gucken. Fahrzeugliste. Können wir hier nach Marco oder sowas suchen? Ja. Nissan L. HIJKL. Das ist da wesentlich weiter oben. Lamborghini. Komm schon. Hoch. Lamborghini LP704. Wir haben sogar mehrere Male. Was ist der Unterschied zwischen den Kisten? Der hat schon bitte was gemacht. Der ist geschenkt. Den nehmen wir. Nee, wenn nicht du entscheidest. Gut, ich habe gerade wirklich Scheiße zusammengefahren, aber so schnell wie der wieder da war, das war doch nicht normal, oder? Gut, wir machen trotzdem komplettes Flügelwerk drauf. Die Streben lasse ich diesmal weg. So, Felgen, ich würde sagen, hier kommen Königfelgen drauf. Tiefer legen, wie gesagt, lasse ich weg. Ich will das Ding nicht wieder zu tief machen. Ja, König, das sind die leichtesten Felgen überhaupt mit. Da muss einfach was gehen. 16 Kilo, 19 Kilo. Es ist mir jetzt Pups, Schnaps, egal wie die Dinger aussehen. Ich möchte einfach nur Traktion. Aber hier verbessern wir uns schon, ja, ja. So, ich gehe auch nicht auf Maximum, einfach um vielleicht, ich weiß nicht, ob später vielleicht ein Offroad-Teil kommt. Okay, 20er dürfen sein, ja, das ist eigentlich auch schon kontraproduktiv. So, Motor, volle Hütte, was geht hier? Volle Hütte, Ziel ist R1. Und wenn wir die kompletten 9 Millionen verheizen müssen, um ein Auto zu bauen, was nach vorn geht, dann ist es mir das allemal wert. Tiefer legen lasse ich, genau. Streben lasse ich. Leicht muss er werden. Fahrwerksstreben machen wir rein. Ein bisschen Steifigkeit schadet dann doch nicht. Das wäre mal übelster Bullshit. Leichte Antriebswellen. Halt, haben wir das große? Ja. Gut. Und weil das nicht reicht, Biturbo. Und weil das nicht reicht, die Rennzwitschertüten drunter. So, mein Freund, jetzt haben wir alles auf 10. Ladeluftkühler noch rein. Alles auf 10. Jetzt muss was vorangehen. Also, wenn du mich jetzt immer noch mit deinem Möchtegern-Italieno-Spaghetti-Wagen verseilst, ey, dann fresse ich echt einen Besen. Gut, aber wir können zumindest die Felgen schwarz machen. Das machen wir noch. Und dann geht's mit dem Benz wieder nach oben. Ich kann mir so förmlich vorstellen, obwohl das gar nicht mal so doof aussieht, aber ich kann mir so förmlich vorstellen, wie ihr so davor sitzt und dann, jetzt wird das jetzt vielleicht schaffen oder nicht?
Es ist schon sau schnell. Also, und wie der angeschossen kam, das kriege ich echt nicht aus dem Kopf raus. Das ist wie so ein Albtraum. Wie so ein Albtraum. Okay, wie sieht er aus von außen? Wie ist Batmobil? Oh, den können wir eigentlich auch matt schwarz machen, oder? Nee, machen wir nicht, machen wir nicht. Design Shop. Nee, Designersteller. Ach Mensch, das ist scheiß Gewohnheit. Scheiß Gewohnheit. Vielleicht gibt es ja auch ein schönes Design. Wenn wir schon mal hier sind. Hefner Performance. Hat mir auch einer geschrieben in die letzte Videobeschreibung, in die letzten Kommentare. Mir ist ja der Name bei den Tunern nicht eingefallen, die auch ganz bekannt sind für Viper-Umbauten und Biturbo und hast du nicht gesehen. Hefner Performance. Wer das noch nicht kennt, googelt mal. Tron. Ja, Black Ops 2. Genau, so weit kommt's noch. Tron. Nee. Red Bull. Sharper. Nee. Hier ist nochmal Carbon-Tron. Ja, genau. Was bist denn du? Street Lambo. Schauen wir mal. Schwarze Felgen hätte er auf jeden Fall drauf. Hat irgendwas, oder? Nee, gefällt mir von vorne nicht. Sieht aus wie so ein... Geh mal zurück. Zurück. Designersteller. Auto lackieren. Wir machen auf jeden Fall die Felgen. Machen wir matt schwarz. Die Scheiben machen wir schwarz. Und die Karosserie. Schauen wir mal. Haben wir hier nicht irgendwas? Oh. Matte Farben. Wollen wir mal so richtige Stealth-Bomber machen hier? Obwohl, das hätte ja sogar was. Das hat irgendwas, oder? Was sagt ihr? So matt-gelb? Er sieht dann eher ein bisschen nicht so schön aus, um das mal harmlos auszudrücken. Ich gehe jetzt einfach mal durch, bis mein Auge sagt, das hat irgendwas. Selbst in nee, lila ist ein bisschen zu viel. Ja, so orange ins Gelbe rein, das sieht gar nicht mal so doof aus. Sowas in der Richtung. Machen wir mal sowas. Ist vielleicht mal was ganz anderes. Die Spiegel, die machen wir auch mal matt schwarz. Hat einfach so ein bisschen Carbon-Touch, finde ich. Gut, ab dafür. So, ich halte jetzt mal 5 Minuten meine Klappe. Aus dem einfachen Grund, jetzt wird der ein oder andere vielleicht aufs Klo gehen und sich sehr erbrechen über dieses Design. Nee. Halt, wir machen Auto wechseln, damit wir gleich wieder im Benz sitzen. Weil ich möchte mit dem Benz natürlich wieder nach oben fahren. Das Auto hat ja so lange gebraucht, um endlich mal meine Aufmerksamkeit zu bekommen. Oder um eure Aufmerksamkeit zu bekommen. Weil es war echt ein hartnäckiger Kollege. Und das sieht man auch an diesem Auto. Es zahlt sich wirklich aus, mit seinem Autowunsch am Ball zu bleiben. Einfach zu sagen, gut, dieses Mal war mein Auto nicht mit dabei, aber ich schreibe es nächstes Mal wieder den Kommentar drunter. Weil gerade bei dem Mercedes ist richtig so gefühlt eine Fangruppe zusammengekommen, die gesagt hat, jetzt muss das Auto endlich mal drankommen. Es ist schon wieder Nacht. So, mein Freund der Sonne. Auf geht's, nochmal. Warte mal, gab's nicht noch einen J-Turn oder sowas? Zerstören Sie Blitzerfähigkeitspunkte? In Red Rock, okay. Das würde ich viel besser finden, würde man jetzt hier zum Beispiel die 5000 Punkte zusammenfahren können. Entschuldigung. Hier seht ihr mal, was das ausmacht, wenn das Ding viel zu tief liegt. Es ist nur noch ein Gehoppel. Für die Rennstrecke optimal, aber sobald Unebenheiten kommen, fehlt einfach der Rest für den Weg und dadurch versetzt das Auto. Warum ist es eigentlich so wichtig, eine optimale Balance zu haben? Also 50-50, 50% auf der Vorderachse, 50% auf der Hinterachse. Das ist ganz einfach. Wenn du zu viel Gewicht hinten drauf hast und du gehst in eine Kurve rein, dann fängt das Auto ganz schnell an zu übersteuern. Das Gegenteil davon ist nämlich das Untersteuern. Das heißt, wenn du sau viel Gewicht auf der Vorderachse liegen hast, dann erstmal beim Bremsen, da hebt schon fast das Heck ab, dann taucht er richtig tief ein. Und er schiebt gnadenlos über die Vorderachse. Deswegen sehen die Hersteller zu, 50-50 ist eigentlich das Optimale. Wie kann man sowas erreichen? Indem man leichte Materialien verbaut.
Eine Methode ist noch die sogenannte Transaxle-Bauweise. Das heißt, das Getriebe hockt nicht genau vorn beim Motor, sondern wird hinten relativ nah an der Hinterachse positioniert, um einfach Gewicht von wegzunehmen und auf die Hinterachse zu packen. So, Darius, es ist dunkel. Und wenn jetzt hier kein... Nein, du bist ganz weit weg von einem... Oh, wenn ich den Vogel schon sehe. Wenn ich ihn schon sehe, dann könnte ich ihn schon... Gut, aber ihr seht, wir haben noch einige Waffen mehr an Bord. Alles Autos, wo ihr sagt, die könnten was werden. Der Supersport, auch der GTA Ultima wurde in die Kommentare geschrieben. Unfahrbar, wir brauchen auf jeden Fall was mit Allrad. Wenn das nicht reicht, was hat denn er eigentlich für ein Auto? Ist da auch bloß Heck? Das verstehe ich nicht. Den müssen wir doch in Grund und Boden fahren. So, Leute. Däumchen drücken. Und ich glaube, ich halte jetzt mal echt... Soll ich echt das Ganze in meine Klappe halten? Schaffe ich das? Gut, ihr könnt ja mal wetten, ob ich das schaffe. Ich versuche es einfach mal. Auf geht's. Ich sagte, auf geht's. Na, wieder zwei Fackeln. Und tschüss. So, er kann nicht hinterherkommen. Und ich habe es nicht geschafft, meine Klappe zu halten. Gott sei Dank, ich bin nicht hängen geblieben. Okay, wir ziehen ihm langsam aber sicher davon. Ich hab keine Zeit, um auf die Karte zu gucken. Und ich kann mir den Kack halt auch nicht merken. Das ist mein nächster Nachteil. Schon so oft gefahren und ich krieg's einfach nicht in meine Birne rein. Aktuell sieht's auf jeden Fall gut aus. Unglaublich. Wir kommen. Ja, ja. Sieg, wir kommen, würde mir viel besser gefallen. Und weiter geht's. Also ich traue mir auch bei diesem Auto nicht Vollgas zu geben. Der liegt aber schon mal richtig gut. Der liegt richtig gut aktuell. Und wer fährt wieder scheiße zusammen? Oh, ich könnte. Das kann doch nicht sein, dass ich mich so bescheuert anstelle in dem Spiel. Echt. Und er zieht uns natürlich mit. Trotz Heckantrieb davon, aber wir kriegen dich, mein Freund. Dieser bist du fällig. Der hat ein Radarwarngerät oder sowas in seiner Kiste drin. Das einfach schon anzeigt. Der ist sehr nervös beim Anbremsen auf der Hinterachse, Leute. Ja, du hast keinerlei Traktionsprobleme. Aber das Rennen geht noch ein bisschen und wir sind dran. Das ist nicht so, dass ich jetzt schon hier, so wie vorhin, 10 Kilometer hinter... dran bin. Oh, Leute, Leute, Leute.
Das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Echt. Was ich für einen Scheiß zusammenfahre hier. Mann, das ärgert mich. Ein überlegenes Auto und nur der Fahrer ist dran schuld, dass wir hier kein Land sehen. Gut, dass ich das Ding nicht zu tief gemacht habe. Er hat Heckantrieb und fährt uns auch auf Schotter gnadenlos davon. Gut. Vielleicht gibt es am Ende den berühmten Mitleidsfaktor, dass er einfach mal irgendwo bremst. Das habe ich vergessen, wieder mal zu gucken. Ja, jetzt wollte ich auf der Karte ein bisschen gucken. Also ist schon fast peinlich. Ich muss mich ja schon fast schämen, sowas online zu stellen. Sah aus, als hätte er den ja mitgenommen. Ich nehme den dafür mit. Das ist ein Witz, oder? Das ist ein Witz, als hätte er Öl auf die Straße gekippt. Gut, hier oben waren wir, glaube ich, noch nie. Ich glaube, die einzige Methode ist echt, den Typen irgendwo brachial reinzudrücken. Ich glaube, auf normalen Wege kann man den Typen fast nicht schlagen. So traurig es auch klingt. Okay, aktuell sieht es aber fast aus, als wären wir wieder dran. Ja. Es sah so aus, ne? Ach, vergiss es doch. Vergiss es doch einfach nur. Mann, ey, das kotzt mich an. Das kotzt mich wirklich an. 45 Minuten fast. Und wir sind nicht mal erfahrungreicher. Außer, dass ich einen Scheiß zusammenfahre. Aber ich will nicht auf leicht runterstellen. Ich will einfach nicht. Nö. Nö, nö, nö. Konzentration. Vielleicht entspannt ein bisschen Musik. Aber bitte geschmeidige Musik an hier. Dann kann ich auch in Ruhe meine Klappe halten. Ihr lauscht der Musik und ich konzentriere mich einfach mal aufs Rennen.
nie im Leben. Der Erfolg, der gerade gekommen ist, ist übrigens für Platz 10 in der Liste oben. Denke ich mal. Das kann ich mir gerade nicht vorstellen. Gut, in der Kurve verliere ich auch immer massiv Zeit. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass ich deutlich schneller bin. Und ihr seht ja, der fährt mich immer noch in Grund und Boden. Und ich habe keine Ahnung, wie ich den Typen... Guck dir mal an, wie der um die Kurven fährt. Das ist einfach, der fährt einfach Vollgas hier rum. Der rutscht nicht, gar nichts. Scheiß Kaugummi-KI, echt. Das langweilt mich sowas. Mehr als Vollgas geben kann ich doch nicht. Und wie viele Tausende von PS brauche ich denn noch, um dem hinterherzukommen? Also vom Gefühl her, so oft sind wir jetzt nicht angeeckt. Ich habe mich nicht einmal gedreht. Wo ist denn der? Wo ist denn der Typ hin? Das kann doch nicht wahr sein, echt. Fuck off. Ja, das ist jetzt echt kurz vor Rage Quit hier. Wenn dich ein Spiel so dermaßen ärgert, ne? Gut. Also der Lamborghini ist auch nicht die Waffe unserer Wahl. Was soll ich denn jetzt noch nehmen, um den Typen hinterherzukommen? So, Karte. Wir gehen nochmal Auto einkaufen. Ist ja nicht so, dass wir kein Geld haben, ne? Ey, das ist Wahnsinn. Und ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Ich weiß es einfach nicht. Ich würde jetzt aus lauter Verzweiflung einfach mal sagen... Nee, das ist zu pervers, die Karre. Nur Heckantrieb. Vielleicht nur Heck und dann mit Traktionskontrolle. Aber das ist genauso Mumu-mäßig hier. H-I-J-L-M-N-O-P. L-H-I-J. A-B-C-D-E-F-G-H-J-K-L-M-N-O-P. Ich suche Pagani, Leute. Und zwar den. Mittelmotor, Heckantrieb. Scheiß es drauf. Zu laut für die Rennstrecke, vielleicht platzen ja der Schädel, wenn ich Gas gebe. 1,7 Mille, das ist mir pupsi-wupsi, ganz egal. Was ich noch erwähnen muss, bei dem DLC, was rausgekommen ist. Gott, jetzt habe ich Schluck auf hier. Das letzte, mit diesen Herausforderungen etc. Ich finde es richtig mies von Playground und Turn 10, dass du gar nicht alle Erfolge machen kannst, wenn du nicht die DLC-Autos besitzt. Weil es gibt nämlich manche Herausforderungen. Da brauchst du zum Beispiel 14 Ferraris. Und du kommst nur auf 14 Ferraris. Ja, das sieht gut aus. Du kommst nur auf 14, wenn du auch die ganzen DLCs hast. Und das finde ich richtig mies. Das ist nämlich Abzocke hoch 10. Wenn nämlich einer sagt, ja, ich habe nicht so viel Kohle, aber ich möchte auf jeden Fall die DLCs haben. Hinten maximal. Also ich möchte auf jeden Fall die Erfolge sammeln. Dann kann derjenige das nicht machen. Aus dem einfachen Grund, lass mal so.
Da ist man immer noch so. Was können wir hier noch machen? Rallye-Getriebe rein, genau. Das fehlt noch. Aus dem einfachen Grund, ja, ihm fehlen dann die DLCs. Und das finde ich richtig, richtig mies. Das finde ich richtig mies. Da hat auf jeden Fall Playground, Turn 10 oder wer auch immer dafür verantwortlich ist, ein ganz, ganz dickes Minus bei mir gesammelt. So, wir fahren wieder mit dem Mercedes hoch. Hat man ja schon lange nicht mehr, ne? Lackierung und sowas lasse ich jetzt bleiben. Ich will einfach nur noch... Ich möchte wenigstens in dieser Folge einen kleinen Erfolg feiern. Wenigstens das erste Rennen irgendwie mit gegen Darius gewinnen. Und wenn dann alle Stricke reißen... Aber... Das sträubt sich in mir irgendwie zu sagen, gut, ich haue jetzt Traktionskontrolle an und ich mache den Typen auf leicht. Auf leicht würde ich wetten, kriegen wir den. Weil die fahren ja dann ganz anders. Aber wenn ich mich recht erinnere, bei dem letzten Rennen jetzt gerade eben, wir hatten doch richtig Vorsprung auf der Autobahn, oder? Wir hatten doch richtig Vorsprung. Und so wie ich das gesehen habe, der kam ja oben plötzlich angeschossen. So als würden wir rückwärts fahren. Genau, wir sind Platz 10 in der Liste. Und ich würde mal fast behaupten wollen, mit dem Rennen hier, pass ja auf, wo du hinfährst, mit dem Rennen kommen wir fast noch auf Platz 1. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass wir hier so schnell durch sind. Wir können auch übrigens zur Abwechslung vielleicht in der nächsten Folge, wenn ich das jetzt nicht gewinnen sollte, wovon ich mal fast ausgehe, ich mache mal aus den Kram wieder, dann können wir auch mal ein paar Straßenrennen oder sowas fahren. Da haben wir auch noch jede Menge Zeug offen. Einfach damit es jetzt nicht zu langweilig für euch wird und ihr dann sagt, ja, Folge 67, der Tom fährt Finale Nummer 14 und kriegt es immer noch nicht hin. Oder wir haben ja noch die ganzen, also wir haben Straßenrennen im Angebot und wir haben die Außenposten. Die Wahl haben wir auch wie immer, wie gewohnt. Einfach nur genial. Wie gewohnt, wenn ihr ein Auto sehen wollt, ab damit in die Kommentare das Auto mit dem meisten Daumen nach oben. Grüß dich. Mit dem meisten Daumen nach oben wird genommen. McLaren wäre eigentlich auch gar nicht mal so eine schlechte Wahl. So, Darius. Auto Nummer 3. Dein Papi hat nur 1. Wir kommen mittlerweile mit dem dritten an und sind trotzdem kein Land. So, schauen wir, ob der Pagani dann anzieht. Oder wollen wir den Pagani mal nehmen und mit Traktionskontrolle fahren? Einfach damit das Driften aufhört? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das widerstrebt mir eigentlich. Traktionskontrolle oder leicht? Komm, wir machen Traktionskontrolle an. Wir machen Traktionskontrolle an. Schönes Bild, aber auf jeden Fall. Zwei italienische Schönheiten. 80% plus. Es ist mir jetzt wurscht. Es ist mir einfach nur noch egal. Ich will den Typen einfach bloß noch heulen sehen, bevor ich es heulen anfange. So, mein Freund. Was zur Hölle hast du getankt? Bei Pagani wie gewohnt hockt ein Mercedes-Motor unterm Heck. Wir kommen jetzt schon nicht hinterher. Er sagt niemals nie. Haben wir noch einen Gang? Nein. Gut, die Paradedisziplinen für diesen Auto sind ganz klar die Kurven. Ach, andersrum. Ich war schon eine Ecke weiter, Leute. Es geht schon wieder los. Ich habe wirklich keine Zeit, um auf die Karte großartig zu gucken. Ich sehe es mal so ein bisschen aus dem Augenwinkel, wo so Pi mal Daumen als nächstes hingehen könnte. Also ganz schön dominierend laut der Motor. Und 340 ist jetzt keine Geschwindigkeit, wo ich sage, da kann man zufrieden mit sein. Der lenkt sich aber richtig gut. Also ich hoffe einfach mal, dass sich das nach hinten raus noch bezahlbar machen wird. Ich hoffe es einfach mal. Und wenn das nicht hilft, dann nehme ich hier einen Hammer und drücke den einfach jedes Mal in die Leitplanke, bis wir im Ziel sind. Ja, ja. Den habe ich diesmal zur Abwechslung mal gesehen. Aber wir kommen sogar in den Kurven noch ran. Das ist schon mal ein gutes Zeichen hier.
Ich sag nichts dazu. Wenn ich schon sehe, wie der hier rumhoppelt, da weiß ich genau, wie die... Ja, sag niemals nie. Sag niemals nie. Guck mal an, ich hab's Gefühl, der wartet sogar richtig auf uns. Bei der Demo war das ja der Fall. Wenn du stehen geblieben bist, hast du gesehen, wie Darius auf der Karte auch irgendwo dann stehen bleibt und einfach auf dich wartet. Und kaum kommst du angeflogen, hat er so eine Geschwindigkeit von 0 auf 100 in einmal Augenzwinkern. Liegt auf jeden Fall schön, das Auto. Kann man nicht anders sagen. Ob es zu Darius reicht, bezweifle ich mal wieder. Weil dem interessiert Straßenverkehr überhaupt nicht. Leute, ich habe echt keinen Bock mehr. Ich habe echt keinen Bock mehr auf diesen Dreck. Weißt du, jedes Rennen... Also, Entschuldigung, wenn ich jetzt nur am Meckern bin. Aber ich meine, ihr wart da jetzt knapp... Ihr wart 47 Folgen dabei. Fast jedes Rennen haben wir auf Anhieb gewonnen. Manche auf schwer, manche auf mittel. Die Rallye-Sachen auf leicht. Und jetzt beim Finalrennen... Ich mache Traktionskontrolle jetzt übrigens wieder an. Ich packe den Lambo nochmal aus. Was haben wir noch im Angebot? Der ist zu langsam, das sehe ich jetzt schon. Wir packen den Lambo nochmal aus. Ich mache Traktion aus und mache den Typen jetzt auf leicht. Ich hau den jetzt einfach einen zweiten Gang oder so raus. Nee, aber dann beim Finalrennen steigt der Schwierigkeitsgrad nicht so ganz langsam an. Nee, nee, wir bauen mal eine Treppe ein, damit man da hochkommt zum Darius. Heckantrieb und er fährt ein Allradler fast davon. Also, ne. Schwierigkeit. Kosmetischer Schaden mache ich auch an. Traktionskontrolle aus. Gegner leicht. So, wenn das jetzt nichts bringt. Ich kann noch mehr anmachen. So, jetzt aber. So, wenn du jetzt wieder in so einen Grill und Boden fährst. So, Leute. Drückt mir nochmal den Daumen. Ich mache für euch ein bisschen musikalische Unterhaltung an. Und konzentriere mich nochmal die knapp 590 Kilometer bis ins Ziel. Übersehen mal wieder.
Ich dachte, die Kurve kriege ich noch. Aber wenn ich so auf die Karte gucke, da kommt er. Ich habe echt das Gefühl, wenn ich ein Auto berühre, kriegt der Typ einen Geschwindigkeitsschub von 400 km/h. Also ganz kurz mal so, pau, summ, summ. Weiter geht's. Konzentrieren. Jedes Mal dasselbe Kram. Deswegen fährt man auch Rennen nicht im öffentlichen Straßenverkehr, weil das einfach Lebensmüde ist. Dafür gibt es ja eigentlich Rennstrecken, aber leider nicht in Forza Horizon. Ich hoffe, mein Forza 5 ist das wieder drin. Jetzt konzentrier dich, Tom. Komm. Das ist jetzt ein Witz, oder? Komm, den krieg mal. Diesmal ist er fällig. Diesmal ist er fällig. Kostet, was es wolle hier. Lenk doch mal, Mensch. Mehr als lenken kann ich da auch nicht. Da muss ich schon ein bisschen mitgehen hier. Das, also manchmal, du bremst und lenkst und du siehst, wie das Lenkrad sich überhaupt nicht bewegt. Komm, die letzten 29%, die schaffen wir jetzt auch noch. Dann haben wir diesen Kack endlich hinter uns hier. Ich habe mal wieder auf der Karte geschaut. Komm wieder mal rum hier. Komm, 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 komm. Im Grunde kann man ja alles fast voll fahren. Verpiss dich! Entschuldigung. Alles gut, alles gut, alles gut. Das war ein Prius-Fahrer mal wieder. Hat bestimmt gerade von Akku auf. Wo geht's lang? Von Akku auf Benzinbetrieb umgestellt und konnte deswegen nicht schneller fahren. Thank you.
mein Automagnet funktioniert, wie ihr seht, immer noch. Du willst jetzt nicht ernsthaft uns nochmal überholen, oder? Du Kunde, ey. So, die letzten 10%. Und ich habe wirklich das Gefühl, Darius klebt uns im Kofferraum. Aber wehe, wenn er uns überholt, dann ist er auch plötzlich langsamer. Also ich bin, falls wir das wirklich jetzt gewinnen sollten, ich bin nicht stolz auf diesen Sieg. Erstens, weil wir hier auf leicht runtergestellt haben. Zweitens, weil es halt echt, das ist ein himmelweiter Unterschied. Ich meine, ich weiß, ich krieg das ja mit, ich fahre einen übelsten Scheiß zusammen. Ich könnte kotzen. Das habe ich echt. Ich weiß nicht, ob ich schreien sollte oder Controller gegen die Wand werfen. Jetzt wartet er extra noch, oder? Dass wir sehen. Nein! Mann! Ich will zurückspulen können. Oh, ich könnte. Letzter Versuch. Wahnsinn, bin ich doof. Bin ich doof, ey. Den hätten wir gekriegt. So, Musik aus. Aus den Kram. Jetzt wird sich nur noch auf das konzentriert, was wichtig ist. Rennen fahren. Wie oft muss ich noch drücken, bis es aus ist? Danke. Ah, und erst jetzt hören wir Windgeräusche, okay. Ach, Leute. Ich glaube, ich muss mir überlegen, ob ich die Folge überhaupt online stelle. Weil das, was ich jetzt zeige, das ist mein besten Willen unter aller Sau. Nichts, wo ich stolz drauf bin. Nein, nein. Das ist ganz weit weg von dem, was ich eigentlich zu leisten imstande bin in Horizon. Und ich weiß echt nicht oft, dass mich ein Spiel, zumindest ein Rennspiel, wirklich so trollt, dass ich das Gefühl habe, hier gleich sagen zu müssen, ich mache die Konsole jetzt aus, mir reicht's. Aber wenn man so einen Piss zusammenfährt wie ich hier gerade eben, das ist gut, es liegt an mir, es liegt an mir. Aber halt auch diese Kaugummi-KI, die trägt auch ihren Teil dazu bei. Aber naja. Ich sag nichts mehr. Ich sag gar nichts mehr. Ich halte einfach meine Klappe. Ja, guck dir das mal an. Eigentlich hätte Darius uns jetzt schon lange einholen müssen. Ah, der wartet hinten. Der wartet, bis wir hier Autos anschieben. Und dann kommt er erst. So, doppelt angeschoben. Mal gucken, ob Darius kommt. Ich sollte lieber nach vorne gucken, anstatt auf die Karte. Da kommt er. Und mit was für eine Geschwindigkeit. Das ist Wahnsinn. Wenn mehr als Gas geben kann ich ja in den Kurven auch nicht. Ja, das war so klar. Und jetzt überholt er uns wieder.
Ja, genau, du kommst da vorbei, du Kunde, ey. Ich sag nix. Nix mitgenommen. Ja, jetzt überholen wir ihn, als würde er überhaupt nicht im Spiel sein, wisst ihr? Was war das jetzt? Einfach stecken geblieben. Oh. Ich drück dich echt dagegen, so einen blöden Brückenkopf hier. Aber ich weiß ja genau, 5 Meter weiter klebst du mich schon wieder im Kofferraum. Brauchst gar nicht so Lichttube geben, da lenk halt auch mal rüber. Mann, ey. Ich glaube, sowas habt ihr von mir noch nie erlebt, oder? Dass ich hier so rumfluche ohne Ende. Aber das nimmt mich halt mit, sowas regt mich halt gnadenlos auf. Wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich jetzt hier Master of Disaster bin. Wenigstens haben wir diese Gruppe, die es ein bisschen besser bekommt. Jetzt geht das Ping-Pong-Gespiele wieder los. Aber ihr habt ja auch schon in die Kommentare geschrieben, du wirst einige Versuche brauchen für dieses Rennen. Und ihr solltet Recht behalten und das nicht zu knapp. Ich probiere jetzt möglichst sauber gerade zu fahren. Also lieber ein bisschen langsamer in die Kurven gehen, aber dafür nicht anzuecken, so wie jetzt gerade eben wieder. Also sobald du lenkst in dem Auto und bremst dazu, lenkt das Heck zu sehr mit für meinen Geschmack. Wir sind fast in den Top 5. Darius schwitzt bestimmt schon. Ja, was denkst du, wie ich schwitze hier? Der hinten, der lacht sich doch ins Fäustchen. Der wartet bloß drauf, bis sein Kaugummipapier wieder aktiv wird. Komm, lenke. Ich wollte schon wieder geradeaus fahren. Der Brios-Fahrer wieder. Habt ihr das gesehen? Da fallen dir da echt keine Worte mehr ein. Also wer das Rennen auf schwer, ohne jeglicher Fahrhilfe und sowas fährt, da ziehe ich wirklich meinen Hut davor. Das möchte ich auch mal sehen, das möchte ich echt mal sehen. Ob man das überhaupt, ob das überhaupt machbar ist. Ja, Darius, ich weiß, dass du da bist. Ich weiß, dass du da bist. Aber aktuell schlagen wir uns ja gar nicht mal so schlecht. Ey, du musst ja echt viele Kurven schon vorher einlenken, bevor es eigentlich rumgeht. Ruhig, ruhig, ruhig. Jetzt ja, kein Blödsinn. Da ist er wieder durch. Mal sehen, wie lange es dauert, bis wir wieder dran sind. Ja, da kommst du dir vor, als würde er überhaupt nicht mitfahren. Als würde er überhaupt nicht... Hier geht's lang. Soll er überhaupt nicht teilnehmen an den Rennen? Und kaum bist du vorbei, bam, klebt er dir im Kofferraum. 500 PS extra. 20 IQ-Punkte mehr. Das heißt, er hat dann schon 21. 13% noch.
So, jetzt darf ich diese Abzweigung nicht wieder verpennen. Jetzt geht's Richtung Autobahn. Ist also sozusagen ein Rundkurs. Oh, das kann doch nicht. Nein, ich bin falsch abgebogen! Leute, was soll ich machen? So. Ey, wie selten dämlich bin ich denn? Neun Minuten jedes Mal das Rennen. Neun Minuten verschwendet mit so einem Blödsinn. Nur weil ich zu bescheuert bin. Das meintet ihr mit Autobahn verlassen. Das ist nicht die erste Etappe, das ist das Ende gewesen, was der Kollege meinte. Schlimmste ist natürlich, wir fahren jetzt in die Nacht rein. Das wäre dann nochmal das Super-GAU. Also ich werde, das werde ich jetzt schon mal... Gut, wenn ihr diese Folge sehen werdet, dann wisst ihr schon, wie die Abstimmung ausgegangen ist. Aber ich glaube, ich werde auf Facebook mal so eine kleine Umfrage machen. Ob ihr wirklich sowas sehen wollt. Weil das ist ja... Das ist einfach nicht das, was ich eigentlich was ich eigentlich sein möchte. Weil ich reg mich mal ganz gern und ich reg mich auch viel auf. Aber dass ich so viel Pupu am laufenden Band fabriziere, das ist eigentlich so gar nicht mein Ding. Die ersten 20% vergehen so schnell. Und dann zieht sich das Ganze. Und zieht sich und zieht sich. Und bremsen. Also entschuldigt, wenn ich meine Klappe halte, aber ich denke mir, bevor ich jetzt mich noch mehr aufrege, bin ich lieber still, lasse euch den schönen Klang dieses Motors genießen von dem Lamborghini. Unser B-Turbo aufgeladenes Biest, was uns jetzt hoffentlich zum Sieg führen wird. Schauen wir mal.
Weg mit deinem Öko-Mobil hier. Also ich bin noch da, Leute, keine Sorge. Ich bin nicht eingeschlafen, ich beiß auch nicht auf irgendwas rum. Keine Sorge. Kann es sein, dass mir immer Prius-Fahrer entgegenkommen, die mich wegrammen? Ist egal, nicht aufregen. Das lief bisher ganz gut. Wie blöd kann man eigentlich sein? Den kriegen wir wieder, keine Sorge. Oh, das Ding geht an den Nerven. Das Ding geht echt an den Nerven gerade. Ich glaube, anderthalb Stunden jetzt und da merkt man schon deutlich, also merke ich zumindest, dass meine Konzentration langsam aber sicher den Bach runtergeht. Pity Cruiser parkt mitten auf der Straße. Ey, habt ihr das gesehen, wie der noch gebremst hat? Ich will ja nichts sagen, Darius, aber investiere dein Geld lieber in Shampoo-Flaschen. Anstatt die Leute hier zu bestechen, dass sie mich behindern. Mal wieder, ne? Ich weiß nicht wohin. Ich weiß, ihr seht's, Konzentration. 6% nur noch. Jetzt geht's gleich auf der Autobahn und dann muss ich nur noch dran denken, dass ich auch ja abbiege. Wo ist diese gammliche Abfahrt? Wir haben's. Eine Stunde 26 Minuten später haben wir Captain Bigfoot endlich platt gemacht. Weiter geht's.
10G. Die gebe ich zurück. Ich schätze, das gehört jetzt dir. Mein Sponsor wird mächtig sauer sein. Danke. Nee, bestimmt nicht. Obwohl, nee. Nee. Killerflädchen. Grüß dich. 1000 Credits. Oh mein Gott. Wahnsinn. Also diese Folge hat mich echt gefordert. Das war... Also ich bin nicht stolz auf die Folge, das sage ich euch gleich. Ich freue mich vielleicht dann später, dass wir jetzt das hier geschafft haben. Kommt jetzt hier noch was? Fragezeichen. Sieht nicht so aus. Wisst ihr, was wir machen? Wir sind ja sowieso schon relativ spät dran. Wir blasen hier noch hoch. Bis hierher. Mit dem Benz. Nur eine kleine Runde bullern. Weil das Auto hat sich das verdient. Für den Ring. Gut, ich würde mal sagen, während ich jetzt hier auf der Autobahn noch weiter dahin cruise, mit dem sechsten Gang bei Tempo 200 und wir mal eben locker flockig 22.000 Pünktchen gemacht haben, würde ich sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle, werfe ein bisschen das Radio an und erwarte. Bitte gediegene Musik. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich möchte mich echt nochmal entschuldigen für diese Folge, weil, weiß nicht, also ich bin, wie gesagt, ich bin nicht stolz drauf. Das Rennen, das war nicht schön anzusehen. Mein Commentary war mehr Gefluche, Kommfluch als irgendwas anderes. Letztendlich haben wir den Typen platt gemacht, auch wenn es nur auf leicht ist. Aber mir ist es echt ein Rätsel, wie man den Typen, ja, links, rechts, auch schon gesoffen, oder wie? Wie man den Typen bekommen soll. Und mit dem schönen Bild hier aus dem Cockpit des Mercedes-Benz C63 AMG Black Series möchte ich mich verabschieden. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Forza Horizon. Wir bauen wieder ein Auto auf. Das, was in den Kommentaren die meisten Daumen nach oben bekommt, wird genommen. Umlenken tun wir nicht, habe ich keinen Bock drauf. Und dann, ja, was wollen wir machen? Wollen wir Straßenrennen oder Außenposten machen? Weil wir sind offensichtlich jetzt durch. Es gibt nichts mehr zu tun, außer die ganzen Nebenmissionen jetzt anzugehen. Und... ja, bevor mir hier noch so ein Prius-Heini endgültig blöd kommt und ich dann aussteige und geblitzt werde, würde ich sagen, ich mache jetzt den Laden zu hier, werde noch ein bisschen mit meinem Mercedes hier über die Autobahn fahren und würde mich, wie gesagt, freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Auch möchte ich mich nochmal bedanken an die vielen, vielen treuen Zuschauer, die mir während des Let's Plays, während der Karriere hier, ja, immer zur Seite gestanden haben. In guten wie in schlechten Zeiten, bis das Darius uns scheidet, so ungefähr. Brauchst gar eine Lichttube geben hier, du. Genau. Also da muss ich wirklich sagen, ich glaube nach Let's Play Noob bin ich in Deutschland mittlerweile der zweitgrößte, der Horizon so bringt. England, USA, ganz klar, die sind deutlich weiter vorn. Die hauen hier so ein 5-Minuten-Video raus, haben 100.000 Aufrufe drauf. Das ist nicht meins, das wisst ihr. Wartet mal, ich nehme mal kurz die Karte hier weg. Route festlegen. Genau. Das ist nicht mein Ding, das werde ich auch in meinen nächsten Folgen nicht bringen. Vielleicht ist das wirklich... Haben wir hier wirklich nichts mehr offen? Nochmal so am Rande nochmal geguckt? Ne, wir haben alles geschafft. Scheunenfund ist noch offen. Gut, genau. Fahren wir weiter.
Meine Formate werden immer lang bleiben, daran könnt ihr euch gewöhnen. Ich denke mal, das wird der ein oder andere auch schätzen und lieben. Oder zumindest mögen. Lieben ist echt zu übertrieben. Aber schauen wir mal. Horizon, vielleicht geht Horizon auch die Luft langsam aus. Schauen wir mal, ich weiß es nicht. Hängt von den Aufrufen ab. Aktuell seid ihr wirklich noch heiß auf das Zeug. Wie gesagt, wir haben die Außenposten noch vor uns und die ganzen Straßenrennen. Autowünsche nehme ich wie immer sehr gern entgegen. Aber so, Karriere sind wir durch. Dann schauen wir, was uns da noch alles so entgegenkommt. Neben einem Haufen Prios in schönen verschiedenen Farben. Hier noch ein Prius, die paaren sich hier irgendwie. Da hinten ist auch das Horizon Festival. Das ist doch ein schönes Abschlussbild, Leute. Wir fahren Richtung Festival mit einem wunderschönen Auto. Also der Mercedes ist echt einer. Der fährt sich nicht nur gut, sondern der klingt auch gut. Wenn man das Geld hätte, echt so eine schöne, dezente Limousine. Mit ordentlich Pfeffer drunter, was will man mehr? Nicht nur BMW kann das, auch Mercedes kann das wunderbar umsetzen, dieses Konzept. Hier, das sind der Abonnentenbusse, oder? Die kommen schon zum Festival, nämlich zum abschließenden. Ja, wie nennen wir das Ganze? Wir gehen eine Runde feiern, nennen wir das Ganze. Genau. So. Also, ich klinge mich jetzt aus. Genug der Lobeshymnen. Wie gesagt, ich bin euch echt dankbar, dass ihr mich mit Horizon so weit nach vorn gebracht habt. Und ich würde mich da echt freuen, wenn ihr weiterhin so fleißig einschaltet, weil es kommen immer wieder Rennspiele. Das passiert, wenn ihr trinkst während der Fahrt. Was ist denn los? Ist das der Elementor hier, oder wie? Hä? Genau. Nee. Alles ganz ruhig. Gut, der Tom klingt sich aus. Zum 84. Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und weg. Wissen, was beim Festival abgeht, was euch gefällt und was nicht. Das Beste lese ich dann vor. Versprochen.